Das Klappern deiner Rüstung ist meilenweit zu hören. Weiß, ich weiß. Willkommen zurück, ihr Lieben. Ewigkeiten nicht in Kingdom gewesen. Ich weiß, Schande über mein Haupt. Es geht weiter. Ich bin ja in einem DLC noch drin. Und da mache ich dann auch weiter. Ich bin nur irgendwie hier aufgetaucht. Irgendwie habe ich hier gespeichert. Und dachte, ich rede mal mit Theresa, ne? Also ich wollte das nächste jetzt hier nicht auch noch anfangen. Aber wir können nichts machen, ne? Wollen wir irgendwo spazieren gehen? Sehr gerne. Wir können spazieren gehen. Ich muss nämlich ein bisschen Zeit auch totschlagen, im Sinne von... Denkst du manchmal an die Zeit in Scarlet zurück? An wann genau? Bevor das alles passiert ist. Ich kümmerte mich um die Hühner und brachte Samuel sein Mittagessen zur Mine. Das scheint eine Ewigkeit her zu sein, nicht wahr? Im Sommer habe ich immer den ganzen Weg barfuß zurückgelegt. Und wenn es sehr heiß war, habe ich unterwegs am Bach Halt gemacht und meine Füße reingesteckt. Ich musste mit dem Bottich im Hof vorlieb nehmen, wenn ich in der Schmiede half. Kannst du dir vorstellen, wie heiß es dort war? Ich versuchte oft, mich aus dem Staub zu machen, obschon ich wusste, dass es Ärger geben wird. Das weiß ich noch. Im ganzen Dorf hat dein Vater nach dir gesucht und du hast dich irgendwo mit Fritz und Matthäus versteckt. Ich und die anderen Mädchen sind euch manchmal heimlich gefolgt, aber wir haben nie gesagt, wo ihr seid. Und wenn dein Vater wieder nach Hause getrottet ist, seid ihr drei in den Wald und habt mit Stöcken gekämpft. Wir taten so, als wären wir Ritter. Mein Gott, wie viele blaue Flecken ich hatte. Einige Treffer von Fritz, dem Ochsen, spüre ich übrigens immer noch. Jetzt musst du nicht mehr Ritter spielen. Du bist quasi einer. Quasi schon. Das fühle ich mich so. Wir sehen auf jeden Fall aus. Ich wusste gar nicht, dass ich so schicke Sachen anhatte im Vergleich, ne? Ganz recht, holde Maid. In mir schlägt wahrlich das Herz eines Ritters. Der edle Herr Heinrich von Narrenberg, ja. Inbegriff der Ritterlichkeit. So sag mir, Herr, was ziert dein Wappen? Ein Bierkrug? Gekreuzter Hühnerschenkel? Du bist frech, du schamlose Dirne. Das Wappen eines Ritters soll dessen Taten zeigen. Aus diesem Grund prangen auf meinem Wappen ein Blitz und eine Scheune. Ich dachte, Ritter würden ihre Männlichkeit anders unter Beweis stellen als du mit einem Blitz in der Scheune. Und es ziemt sich nicht, über so etwas zu sprechen, da man sonst zu Hofe sagen wird, dass Ritter Heinrich seine Manneskraft an Dorfmädchen verschwendet. Vergib mir, holde Maid. Deine Anmut betört meine Sinne. Richtig. Heinrich, du bist wirklich ein Esel. Es wäre cool. Den Dialog kannte ich gar nicht. Ich muss öfter mit ihr spazieren gehen. Wusstest du nicht mal, dass es geht? Wollen wir das wiederholen? Ja, besuch mich mal. Ja, das mache ich. Okay, weil meistens ging das ja immer nicht. Ja, und wir haben dieses Wolke 7 Buff. Genau, was ich nämlich eigentlich dabei bin. Hier, das DLC mit einer Bande im Bunde. Ja, das mache ich ja eigentlich. Und wenn ich das richtig gesehen hatte, waren die noch nicht in dem Lager da. Und ich würde jetzt einfach am nächsten Tag da nochmal hingehen. Ne? Oh, nicht diese Rataya-Turnierwette, die mache ich ganz am Ende. Glaube ich. Ich weiß es noch nicht. Ich würde einfach mal schlafen gehen und am nächsten Tag in dem Lager gucken, ob dann alle ausgeruht sind und dort aufgetaucht. Nach mehr als 12 Stunden kann ich nicht schlafen, also Märchen nehmen kann ich das. Ja. Ja. Einfach nur ja. Genau. Ich habe eigentlich vor, das DLC zu machen. Bin ich echt gespannt, was bei Theresa ist. Na, ich muss mal gucken, was ich nach dem DLC mache. Hier sind ja recht viele. Nicht das mit dem Rataya-Turnier. Außer er nervt mich so lange, dass ich das nicht mehr ertrage. Dann vielleicht schon. So machen wir hier eigentlich nicht das Fenster zu. Du kannst nicht schlafen. Ja, ja, ja. Kann halt nicht. Was habe ich denn so dabei? Bei Ewigkeiten hier nicht drin. Oh, hey, so viel Shit. Was auch immer. Ach, ich habe diese Sachen an, weil ich ja komplettes Kampfgedöns hatte. Na, wir gucken einfach mal, wie es ist.
was wird und ob die jetzt dort sind. Ich muss da eh hinreiten. Da ist jetzt mit Schnellreise. Muss mich erstmal wieder hier in die Ego-Perspektive gewöhnen, ne? Ich spiele die wenigsten Spiele so. Endlich kann ich wieder X drücken. Hallo. Nee, das wollte ich nicht. Da, jetzt habe ich ihn auch geholt. Man muss ja auch mal... Braver Junge. ...loben und so, ne? So ist's recht. Gut. Reiten wir eine Runde. Und zwar einmal ist markiert, das war aber einfach nur einmal bei den Fluss oder so. Ja, genau. Beim Dingsberg. Geigenberg. Sollte ich ja auch im Dunkeln irgendwie hinkriegen, theoretisch. Ich habe gespeichert. Irgendwie speichere ich dieses Game immer nur, wenn ich schlafen gehe, ne? Das Schlafengehen ist quasi mein, nennen wir es Leuchtfeuer. Ich weiß nicht, habe ich mir auch irgendwie so angewöhnt. Ich weiß gar nicht, warum. Naja, egal. Gucken wir mal, ob die Dudes jetzt nach einem Tag da sind. Und wie viele jetzt noch da sind, weil da sind ja auch ein paar Leute abhanden gekommen. Nachdem wir da überfallen worden sind, ne? Der Chef ist noch da. Können wir überhaupt noch auf weitere Patrouillen gehen, wenn so viele Leute fehlen? Oha, ich bin mal gespannt. Ich war selber so lange in dem Game nicht drin, ne? Aber jetzt kann ich das wieder mal am Stück spielen. Ich habe nämlich gemerkt, wenn man zu viele Games spielt, ist es irgendwann etwas zu viel. Dann ist dann gar nicht so drinnen, ne? Spiel gespeichert. Wir sind scheinbar da. Begib dich auf deine vierte Patrouille. Oh nee. Aber sie sind auf jeden Fall vorhanden, Netze. Perfekt, dann können wir weitermachen mit dem DLC, weil ich hatte sonst überlegt, bei der Hauptquest weiterzumachen. Also wenn ich das jetzt machen kann, ne? Die schlafen ja. Muss ich nicht mit dem Leutchen hier reden? Reden. Scheiße. Hau ab. Nachher. Ich rede nachher. Alles gut. Ich habe hier irgendwo schlafen gesehen. Die Hälfte fehlt ja. Kann ich nicht nur einen kurzen Powernap machen? Was essen. Bin zwar schon überfressen. Esse ich jetzt noch was? Ah, lieber nicht. Auf dem Rückweg, wenn wir wieder nach der vierten Patrouille herkommen. Wir sind aber nur noch zu dritt. Eventuell. Oder wie darf ich das jetzt sehen? Aber die Pferde von den anderen sind alle da. Gott. Die Patrouille, das wird doch nichts. So, mal kurz schauen. Also, ich habe hier ein Pferd, ne? Dann passt es super. Ich würde die Sachen mal rüber transferieren, damit ich schon mal... Ich muss warten, ich räume auf... Ach nee, die Zeit läuft ja in dem Game nicht weiter, wenn ich im Inventar bin. Ich räume trotzdem mal kurz hier auf. Die Schaufel... Ach, das sind diese ganzen Tränklein, ne? Weil ich so eine Probleme sonst wieder habe, wenn ich nachher beim Kampfmodus bin. Ich erinnere mich, das war recht brutal. Ich brauche mehr Platz in meinem Inventargedöns. Ich werde später mal bei meinen Fertigkeiten nachschauen, wie es so aussieht. Ja, dann, ich mal 2 Stunden. Energie 98 kommt. 2 Punkte fehlen, da kann ich ja wohl noch einen kleinen Powernäpple machen, oder? Der ist auf jeden Fall aufgestanden, wer auch immer hier fehlt. Der Bär. Ach. Nee, wir sind zu viert. Krass. Der Stein. Nee, warte, wir sind mehr. Hätte ich nicht gedacht, dass wir viel überleben. Aber er ist auch wach. Da hinten. Hä? Sind nicht... Ich habe gedacht, mir sind welche gestorben.
Der eine war nicht da, ne? Der ist vorgeritten, aber scheinbar sind nicht so viele tot. Wie ich sehe, sind zum Glück alle wohlauf. Gottlob. Der Herrgott scheint uns zu mögen. Irgendwie kommen wir immer unversehrt aus solchen Sachen raus. Der Herrgott. Oder vielleicht der Teufel. Mag sein. Hauptsache, wir haben überlebt. Gehen wir wieder auf Patrouille? Wir schon, aber du nicht. Wieso? Was? Warum nicht? Ey. Ich weiß jetzt, wo Jackel steckt. Ergreif ihn und prügle alles aus diesem Verräter heraus, was er über Hagen weiß. Ich weiß jetzt nicht, ob ich erfreut bin oder nicht. Klingt nach einem guten Plan. Aber warum ich? Erstens bist du zuverlässig. Und zweitens drehst du ihm nicht gleich den Hals um. So wie es der Rest von uns tun. Ach, schwierig, nee. Also das würde ich beides nicht unterschreiben. Aber okay. Wo versteckt er sich? Tut der kleine Scheißer gar nicht. Er versäuft doch glatt seine 30 Silberlinge tolldreist in einem Wirtshaus. In der Schenke zur Viehweide oder so. Bitte, zur was? Waldwiese? Genau, so heißt sie. Kenn ich die? Bin mir nicht sicher. Zur Waldwiese? Ich habe auch nie drauf geachtet, wie die Sachen heißen, ne? Die Wirtshäuser. Und was wirst du indessen mit den anderen tun? Wir gehen wie gewohnt auf Patrouille. Nicht, dass sie versuchen, uns in eine Falle zu locken. Aber was, wenn sie mich in die Falle locken wollen? Gut möglich, Heinrich. Also sei lieber auf der Hut. Aber eins ist sicher. Jackel wird nicht ewig in der Schenke sein. Jemand muss sich um ihn kümmern. Ich sollte aufbrechen. Geh. Und wenn du ihn findest, verfahre mit ihm, wie du willst. Aber finde vorher heraus, was er weiß. Wird gemacht. Muss ich wieder diese gewissen Methoden anwenden, die mir der Henker beigebracht hat, oder wie? Also, wir müssen uns um Jackel kümmern. Schenke zur Waldwiese. Scheinbar wusste ich ja, ich habe ihn ja korrigiert. Was das für eine ist. Bin ich schon 500 Mal dran vorbeigeritten, ne? So gefühlt. Okay, da würde ich komplett hinreiten selbst und nicht die Schnellreise nehmen. Ich muss mich ja beeilen, hieß es. Um 7 Uhr morgens, weil man da in der Schenke gerade ist. Obwohl, das ist normal, das habe ich mit dem Pfarrer Priester so gelernt gehabt. In was für Situationen komme ich hier eigentlich jedes Mal rein? Ne? Was ist das denn? Ich weiß jetzt nicht, wie gut ausgestattet ich bin. Das ist nicht mein... Hallo, die sehen auch noch gleich aus, die Pferde. Das ist mein Kieselsteinchen. So. Reiten wir da mal hin. Navi überlegen. Ich würde über Ledetschko reiten. Ja. Mhm. Ich brauche so einen Kompass so richtig abgebildet. Da oben mit der Anzeige komme ich nicht ganz gut klar, ne? Ich hätte gern so einen richtigen Kompass. Also damit komme ich irgendwie immer ein bisschen besser zurecht. Ja. Naja. Egal. Ich weiß ungefähr, wo ich hin möchte. Mal gucken, ob ich da ankomme und wie ich da ankomme. Oha. Nee, jetzt reite ich doch falsch. Ich hatte es im Gefühl, ne? Ich muss nämlich hier Nordwesten suchen. Ja. Erstmal Richtung Norden und dann nach Westen. Osten meine ich. Erst, ja. Kriege ich ja wohl irgendwie hin. Ich reite mal querfeld ein. Irgendwann komme ich schon an bei Ledetschko vorbei. Achtung auf die OP-Büsche. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt so klug ist, unvorbereitet dahin zu gehen, aber ich. Interessanter Ort. Ich weiß nicht, was mich da erwartet. Ich hätte theoretisch Tränke dabei, wenn mich da irgendjemand niederstrecken möchte. Öffnen. Modische Schlappen. Rezept für Puppenmachertrank. Würfel mit ungeraden Zahlen. Das war, glaube ich, hier, ne? Mit dem Sack. War der interessante Ort. Bei dem toten Baum. Stimmt, ist auch der einzige tote Baum hier irgendwie in der Umgebung. Cool. Ich mag diese Kleinigkeiten. Ne?
Kriegshammer mit Dornen. Ich transferiere die Sachen mal rüber. Ne? Ich sehe. Das wären meine neuen Hausschuhe. Damit gehe ich dann shoppen. Das Paar kommt dann in mein Stadtoutfit. Ich will wirklich nach dem DLC vielleicht mal schauen, dass ich so ein schickes Outfit für einen Kampf habe, was halbwegs okay ist. Und vielleicht ein Outfit zum Einkaufen gehen für die Stadt. Wenn ich dran denke. Ah, fände ich aber eigentlich ganz cool. Ja, die noch gucken, ist die besser? Nee, schlechter. Hand ist gerade. Hier, mitten auf dem Feld. Okay. Weiter geht's. Kurz kleine Unterbrechungen. Man hat die Schnellreise nicht benutzt, ne? Ich bleib dann da bei jedem Pups einmal stehen. Fühlt sich zumindest an. Ich weiß, es tut mir sehr leid. Deshalb die Schnellreise, weil wenn ich hier einfach so quer fällt ein, lang reite, gucke ich mir halt die meisten Sachen dann an. Also wenn es irgendwas zum Anschauen gibt. Oder irgendwas anders aussieht. Egal. Aufgabe Jackel. Wenn der betrunken ist, können wir den vielleicht ganz normal befragen? Ansonsten geben wir einfach eine Runde aus. Theoretisch sollte das ja kein Problem sein. Ich sehe schon, irgendwas geht schief. So, jetzt war es doch eigentlich nach Osten oder muss ich erst... Nee, ich... um den Wald, oben lang und dann nach Osten. Bei dem Weg bin ich ganz oft gegangen. Vielleicht sehe ich gleich nochmal was anderes Cooles. Wenn ich hier mal... Gibt es ja auch einen Weg? Ja, da drüben. Lang reite. Wollte ich mir nicht eigentlich mal ein neues Pferd holen? Ja, also... Irgendwann bestimmt. So funzt es doch auch. Wenn ich gleich einen Weg nach östlich rein in den Wald sehe, dann nehme ich den. Da kloppt jemand. Ein Steinbruch. Zumindest hat man so, so Gekloppe gehört. Auf Stein. Weiß jetzt nicht, wie ich das beschreiben soll, ne? Düm-düm. Wanderer. Der Weg, ne? Passt schon. Ich bin quasi jetzt schon nach Osten unterwegs, ne? Ja. Mich fällt gleich irgendjemand an. Was habe ich gerade gesagt? Mich fällt gleich jemand an und schon boom. Kampfmodus. Perfekt. Möchte ich jetzt per se gerade nicht machen, weil ich weiß nicht, was mit Jacke gleich passiert. Wer weiß, wer noch alles in der Schenke ist und dann greifen nämlich alle an. Ich möchte gerade die Tränke, die ich habe, nicht hier verschwenden und dann komplett hier wieder mich verbinden. Total sterben gefühlt. Ja. Ihr kennt die Problematik. Weil ich dann komplett geschwächt bin. Nee. Das wäre, glaube ich, jetzt nicht so schlau. Ich bezweifle, dass Jackel da jetzt allein sein wird. Irgendwer wird mit ihm da jetzt sitzen. Ich habe ja eh so viel für Banditen eigentlich recht viel Mist gebaut. Ich muss bei denen auf der Fahndungsliste stehen. Schenke zur Waldwiese. Nee, hier war ich noch nie. Okay, Kieselsteinchen. Ich komme gleich wieder. Dann gucken wir mal. Ich würde gerne speichern. Das geht hier nicht. Ah, doch, hier gibt es sogar auch einen Schnellreisepunkt. Bin ich immer irgendwie... Ich war hier doch schon mal, oder? Es entdeckt Unterkunft. Ah, hier ist die coole Schenkenmusik wieder. Dorfbewohner. Ja, dann frage ich ihn mal. Andreas. Guten Tag.
Hier gibt's eine Quest. Wie steht's? Gibt es hier in der Gegend Probleme? Hier bei uns? Mhm. Die, die es am schlimmsten getroffen hat, sind die vom Gestüt in Neuhof. Ohne den alten Smil wird es schwer, wieder auf die Beine zu kommen. Seine Witwe Sora ist eine gute Frau, aber, naja, eben nur eine Frau. Und außerdem... Alter! Diese zwei Halunken stören mich am meisten. Kennst du sie? Bestimmt tust du das. Ich werde, glaube ich, später mal, ich habe es mal kurz aufgeschrieben, mal nochmal nach Neuhof gehen. Vielleicht kann ich dir irgendwie helfen. Ich suche einen jungen Burschen namens Jackel. Was ist mit ihm? Er wurde hier gesehen. Mag sein, aber er ist fort. Und kannst du mir sagen, wo er steckt? Nein, kann ich nicht. Er war ein Gast und wenn ich jeden Dahergelaufenen verraten würde, wer hier war und was meine Gäste getrieben haben, wäre das schlecht für meinen Ruf. Ja, und? Oh Gott, jetzt muss ich... Ich kann das doch nicht so gut. Als ob ich jetzt hier bessere Dings haben werde. Bis zu ein paar Münzen, ich gehe gleich darüber. Hör zu. Dieser Jackel hat Söldner von Herrn Ratzig verraten und sie an den Feind verkauft. Wenn du dich bei diesem Gesindel, das du deine Gäste nennst, um deinen Ruf sorgst, von mir aus. Erfolg. Aber an deiner Stelle wäre ich besorgter um meinen Ruf bei meinem Lehnsherrn. Also sag mir endlich, wo ich diesen verräterischen Bastard finde. Schon gut, Erfolg? Schon gut. Da es sich um Herrn Ratzigs Angelegenheiten handelt, muss die Privatsphäre meiner Gäste zurückstecken. Nichts lege mir ferner, als den edlen Herrn verärgern zu wollen. Mach dir keine Sorgen. Du musst mir nur sagen, wo dieser Jackel steckt. Nun, eigentlich wollte ich ihn hochkant rausschmeißen. Er spielte sich auf wie ein tyrannischer Blaublüter. Aber ist er nichts weiter als ein Rotzlöffel. Doch, dann zeigte er mir sein Geldsäckel und... Nun ja, Geschäft ist Geschäft. Er blieb einige Tage hier. Gestern Abend betrank er sich und verschwand dann mit einem Frauenzimmer in den Wäldern. In den Wäldern? Klingt nach der Nadel im Heuhaufen. Jemand sah sie wohl Richtung Süden gehen, über die Wiese. Ich schätze mal zu den Kiefernwäldern und Klippen. Ihr Vater war übrigens auch hier, ein Händler. Als er bemerkte, dass sie weg war, machte er sich auf die Suche. Vielleicht triffst du ihn ja. Gut, hab Dank. Oh Gott, ich komme da noch in so ein anderes Problem. Ich sag's euch. Von wegen, der ist mit einer vollen Malt abgehauen und der Vater war hier. Ich sag euch nachher, da ich für den Vater noch eine Aufgabe erledigen, weil der auch will, dass ich mit Jackel ein Hühnchen rupfe. Ich sehe es so vor mir. Und kommen wir nochmal hier. Ich wollte gerade nichts sagen, ne? Geldsäckel? Sag ich nächstes Mal anstatt Geldbeutel oder Portemonnaie. Geldsäckel. Lebe wohl. Perfekt. Geldsäckel. Richtung Süden. Ist ja sogar markiert. Ach ja. Die Quests werden ja hier markiert. Ich kann es auch ausschalten, ne? Alte Dirne. Möge Gott dich segnen. Kann ich behilflich sein? Wartest du auf jemanden? Nicht mehr, junger Mann. Ich habe auf dich gewartet. Oh. Du scheinst mir ein schlauer Bursche zu sein und galant noch dazu. Bestimmt als du einer Jungfrau in Not zu Hilfe, oder? Jungfrau ist sie bestimmt nicht. Kennst du etwa eine? Na, Hübscher, sei nicht frech. Der war gut. Ich hab Arbeit für dich. Im Wirtshaus hockt so ein alter Opa. Gestern hat er meine Dienste in Anspruch genommen und versprochen, mich heute Morgen zu bezahlen. Nur behauptet er jetzt, mich nicht zu kennen. Ich möchte, dass du dafür sorgst, dass seine Schulden in meiner Tasche landen. Was? Okay, ich dachte erst, sie will mich abschleppen. Und was habe ich davon? Ich gebe dir die Hälfte von dem, was du ihm abknöpfst. Ist nicht viel, aber mehr, als ich in letzter Zeit gesehen habe. Könnt jetzt dazu was sagen, mach ich aber nicht. Ich helfe dir. Ich bin im Nu mit deinem Geld zurück. Lebe wohl. Quest begonnen, die alte Dirne. Es ist soweit. Wartet, ich will wissen, was es ist. Stiel 20 Groschen aus der Börse des Freiers. Oh Gott, das kann ich ja nicht so gut, ne? Gar nicht kann ich das. Stehlen, das war immer so ein... Kann ich dir nicht zu... Matthäus? Hier ist dein Anteil. Danke. Welcher Anteil? Was zum Teufel faselst du da?
Naja, diese Sache mit Thomas. Was? Irgendwie fiel uns sein Ring in die Hände. Thomas? Wer ist das? Der Vormann bei der Ledetschkoer Mühle, wo du uns Arbeit besorgt hast. Oh Gott. Seid ihr verrückt? Wenn jemand erfährt, dass ihr ihn bestohlen habt, gibt's mächtig Ärger. Beruhige dich. Genau genommen war's kein Diebstahl. Wir wissen, dass er den Ring selbst geklaut hat, also ist er auch geliefert, wenn er das Maul aufmacht. Wo habt ihr jemanden gefunden, der ihn gekauft und keine Fragen gestellt hat? War nicht leicht. Aber dann hat Fritz an Andreas gedacht. Andreas? Der Wirt hier. Man erzählt sich allerlei Dinge über ihn. Und wie ist's mit ihm gelaufen? Also, zuerst war er sich unsicher. Aber als er den Ring gesehen hat, hat er ihn uns abgekauft. Ehrlich gesagt, überrascht mich das nicht. Immerhin geben wir das Geld sowieso wieder bei ihm aus. Okay, vielleicht hätte man den Weg mit ihm machen können. Ich habe mich gerade gewundert, warum ich Matthäus hier drin sehe, weil er und Fritz sind ja eigentlich bei der einen Mühle. Und ich war gerade echt kurz verwirrt. Dann hätte man das rüber machen können und dann wahrscheinlich Andreas den Wirt eventuell mit dem Wissen bestechen können, damit er einen etwas erzählt über Jacke. Oh je. Und was habt ihr als nächstes vor? Jetzt, da du es erwähnst... Nein. Ach, shit. Sag schon, was habt ihr jetzt wieder ausgeheckt? Die Macht der Gewohnheit. In Sasau haben wir versucht, artig zu sein. Ja, ja. So artig, dass ihr einen Grünschnabel verdroschen habt. Ganz genau. Wir mussten in der Mühle malochen. Oh. Oh. Und habt der Müllers Tochter schöne Augen gemacht. Und wir wurden fortgejagt. Das einzig Lohnende war, diesen Drecksack zu verhauen, seinen Ring zu klauen und den Andreas zu verscherbeln. Ihr könntet euch da ganz schön in was reinreiten. Und in was? Keiner hier schert sich einen feuchten Furz um das Gesetz. Und wenn wir einem Dieb eins in den Wäldern überziehen oder einen Wagen mit Vorräten für Sigismund überfallen, raubt mir das auch nicht den Schlaf. Sicher? Es wäre dennoch Raub. Wach auf, um Himmels Willen! Es herrscht Krieg. Ach. Die haben unsere Eltern aufgespießt und verdammt nochmal unser vermaledeites Dorf niedergebrannt. Juckt dich das überhaupt nicht? Das hat der Heinrich doch schon wieder vergessen. Doch, natürlich. Und jetzt zieht eine plündernde Horde von Schweinen durch Skalitz. Diese Ärsche stapfen über die Asche von Jeremia, Desmond, Siegfried und Tristan. YouTube wird es lieb. Ich habe vergessen, dass hier ja nicht so das Blatt vor den Mund genommen wird bei dem Game. Das geht nicht. Ich kann das nicht hinnehmen, Heinrich. Selbst wenn ich es allein tun muss, ich werde mich rächen. Das habe ich einem Ruf verschlechtert, ne? Du bist nicht allein. Gut verbessert. Ich wusste, auf dich ist Verlass. Ich wusste es. Ich frage mich, haben wir alle gleich viel bekommen? Von dem Anteil? Nein, du hast weniger gekriegt. Danke. Ach, egal. Aber, also schön. So, ich aktiviere das mal hier mit der Wie Best. Sieht der Plan aus? Nun, ich dachte, der hiesige Wirt Andreas könnte helfen, aber der hat Bammel. Frag am besten Fritz. Er hat das mit dem Ring geregelt und kennt Andreas besser. In Ordnung, mache ich. Okay, Maskerade. Ja, gib mir einen Moment. Genau. Jetzt habe ich das aktiviert, aber ich würde es glatt vergessen, dass hier sowas ist. Das ist ja so ganz nebenbei, ne? Ich brauche den einen Typen. Aber wer ist das jetzt? Der das Geld... Kommen wir nochmal zu der... Kleinunternehmerin zurück, die da draußen stand. Die hat ja keinen Namen gesagt, ne? Aber ich müsste es ja sehen. Ja. Ach ne, hier. Aktivitäten. Dachte, da hinten ist der Typ. Ich dachte, der wäre noch in dem Dings. Okay, na dann. Dann kann ich auch los.
Kann ich den dann auch, wenn er außerhalb vom Dorf ist, nicht einfach umnieten? Ja. Ich muss ja eh irgendwie da runter. Ich würde mal einen Abstecher machen, zu dem 20 Groschen holen und dann weiter Richtung Jacke. Beziehungsweise das... Komm, das kann ja, ja. Das dauert, kann ja nicht so lang dauern. Das ist okay. Ich kenne mich. Es kann vielleicht ein bisschen lang dauern. Aber wenn der alleine ist, kann ich den nicht einfach reinhauen und sagen, bezahl deine Schulden, wie man das so macht? Ich meine ja nur, das ist nicht möglich. Ich würde das so handhaben jetzt. Das wäre effizienter. Ich kenne mich doch, ich kann diese Diebstahl-Sachen nicht so gut. Da habe ich auch nichts drin gelernt, ne? Und ich dachte halt, der wäre in dem Gasthaus. Deshalb mache ich das. Aber nee, der ist on Tour. Ist der im Wald? Ja, da. Habe ich ein Schwert? Okay, nur mal so für den... Habe ich noch gar nicht geguckt, was ich ausgerüstet habe. Ich kann nur so stehlen machen, ne? Der läuft aber. Was zum Teufel? Wachen, kommt her, rasch! Bleib stehen. Lass dich nicht entwischen! Verdammt nochmal! Nein, jetzt gleich sieht mich jemand. Helf mir doch! Schnapp ihn dir! Vielleicht sieht mich ja gleich niemand. Hier! Lass dich nicht entwischen! Wie schlimm ist es, wenn mein Ruf jetzt abkackt? Alarm! Okay, das war blöd. Hey, du! Halt! Du helfst mir doch! Du! Bleib sofort stehen! Hey, du! Rühr dich nicht von der Stelle! Ja, gut. Da, halt! Schlägt der es auf mich ein? Ich zahle ja schon das Geld. Ich ergebe mich ja. Und wirst verhaftet. Kann ich ihm nicht das Geld geben? Ich drück doch G. Schieß mich nicht ab, Digga. Ich drück G. G. Es geht nicht, jetzt. Hab ich dich. Du hast mich nicht, ich hab mich gestellt. Du wirst lernen, was Gerechtigkeit bedeutet. Ach komm, ich bitte dich. Was? Die Prügeleien und all die anderen Dinge? Das Welche ist dir alles Dinge? Einerlei? Nun, das Gesetz sieht das anders. Welche so schnell wirst du die Sache nicht vergessen. Um das zu bereinigen, musst du einiges hinlegen. Habe ich überhaupt Geld? 150. Du verschlechtert. So behandelt man keinen von Herrn Ratzigs Männern. Naja, ich zahle ja schon. Nicht auszudenken, was er tut, wenn er das erfährt. Na und? Das Gesetz gilt für alle. Hier. Verflucht. Hier hast du das Geld. Du hast dich vor dem Gesetz geläutert. Aber ich behalte dich im Auge. Darauf aber der andere... Gib der mir andere... dein Diebesgut, ach, damit ich alles den rechtmäßigen Besitzern zurückgeben kann. Lass mich. Ich habe kein Diebesgut. So. Wo ist jetzt der Idiot? Jetzt reicht's. Aber der hatte da nichts drinne. Der hatte auch nichts drin. Der hatte nichts im Inventar. Das kam von da drüben. Ist das privat? Ja. Hier wohnt der. Das ist mir schon wieder zu anstrengend. Ich mag so eine Quest ja nicht, ne? Ah, jetzt bin ich in Neuhof. Komm raus. Kann ich die nicht irgendwie ausnocken oder so? Ich bin halt arschlaut mit der Rüstung, ne? Ist der? Der ist hier nicht drin. Der saß da nirgends.
Hä? Warum nehme ich immer so blöde Quests an? Könnt ihr mir das mal sagen? Ist doch blöd. Ich hätte den abstechen sollen, wo ich die Chance so hatte. Gar nicht erst probieren. Ich war doch gerade in der Küche drinne. Ach, der liegt da. War blind. Das finde ich auch so blöd, wenn man hier im Dorf ist, dass die einen halt alle so... Ich laufe jetzt einmal hier rum und dann probiere ich ganz schnell ins Haus reinzuschleichen, zu ihm und dann zu stehlen. Aber ich habe da nichts gesehen, ne? Okay, jetzt dreht sie um. Muss mich beeilen. Umhauen. F. So. Plündern. Alles. Erledigt. Ich habe keine Ahnung. Ich habe das jetzt so gemacht. Ich kann nicht anders stehlen. Es tut mir jetzt sehr leid. Aber umhauen, der war irgendwie... Der lebt ja noch, ne? Theoretisch. Einmal wieder zurück. Und dann zu Jackel. Ich habe mal kurz was... ich lasse mich jetzt nicht mehr ablenken. Das war... Ich habe vergessen, dass es hier komplizierter sein könnte. Seitdem musste ich auch Strafe zahlen. Es war gar nicht wert, für 10 Groschen das zu machen. Grüße. Ey, ich hätte gerne eine nettere Begrüßung. Ich habe dein Geld. Obwohl es mich zugegebenermaßen nicht mit Stolz erfüllt, einen Kerl zu erleichtern, der auch nicht reicher aussieht als du. 1000 Dank. Hier, behalte die Hälfte. Ach so, hast du noch einen anderen Auftrag? Ich könnte bei ihr einfach Aufträge machen. Ich habe mich schon gewundert, warum das da unten bei Aktivitäten drin ist. Nee, danke da nicht. Sowas ist mir doch viel zu anstrengend. Wisst ihr doch. Und da ich wie immer alles mitgenommen habe, weil ich denke, jeden Moment werde ich erwischt, muss ich das erstmal wieder von meinem Pferdchen rüberbringen. Ich habe nämlich keine geklauten Sachen dabei. Ich doch nicht. So, erstmal einen Apfel gegessen. So, machen wir unsere eigentliche Aufgabe, Jackel. Nicht ablenken lassen. Sonst wird das hier eine 2-Stunden-Folge. Nach Süden. Ist das denn jetzt nach Süden? Ja, ne? Ich soll hier nämlich gucken. Und vielleicht sehe ich unterwegs den Vater. Ich reite erstmal querfeld ein. Die sind ja auch über die Wiese gerannt. Da hinten ist ein Pferd. Lass meins mal hier. Ich habe Angst, dass sie mein Pferd umbringen, ne? Dass da irgendwas passiert. Aber da ist doch jemand. Also entweder werde ich gleich überfallen. Oder das ist der Händler. Ja, okay, jetzt schwebt er nicht mehr. Händler Ernst. Gott sei mit dir. Was ist hier los? Maria, meine Tochter ist fortgerannt. Das ist hier los. Gäste der Schenke sahen sie mit irgendeinem Burschen hierher rennen. Und nicht weit von hier fand ich ihren Schal. Okay. Verstehe. Warum folgst du ihr dann nicht? Würde ich ja, nur der Kerl soll bewaffnet sein. Zudem habe ich hier Pferd und Wagen. Wenn ich nicht aufpasse, raubt man mich aus. Sitzt hier rum, das könnte direkt schon jeder machen. Sie ist deine Tochter. Willst du etwa nur hier herumstehen und nichts tun? Es ist so. Das ist nicht das erste Mal. Aber stets kam sie zurück. Nur muss ich leider weiter nach Sternberg. Und von ihr fehlt jede Spur. Ah. Nun.
Wir haben etwas gemeinsam. Ich suche nämlich den Burschen, der mit deiner Tochter fort ist. Was? Du kennst ihn? Flüchtig. Ist er gefährlich? Je nachdem, mit wem er so hat Geschäfte macht. Nein, er ist zahm wie ein Lamm. Mach dir wegen deiner Tochter keine Sorgen. Gut, aber ich wünschte trotzdem, sie käme zurück. Jetzt hätte ich habe darauf gewartet, dass der Ruf verschlechtert oder irgendwas steht, dass er merkt von wegen, dass ich lüge. So, nein, der ist Lamm. Fromm wie ein Lamm. Ja, ja. Das nimmt man mir ab. Wenn du willst, suche ich für dich nach Maria. Das würdest du? Klar. Sicher. Als Christ ist es meine Pflicht, einem Glaubensbruder in Not zu helfen. Hab Dank. Gott vergelt's dir. Du sagtest, du hast ihren Schal gefunden? Ja, gleich hinter dem Gebüsch. Er hing in einem Baum. Ich werde mich dort umsehen. Gott behüte dich. Ach, hier. Steht auch ein interessanter Ort dran, ne? Also es war hier mal so ein Lager. Die sind Fliegen noch. Maria! Untersuchen. Die Turteltäubchen sind wohl hier entlang. Maria, bitte! Mal gucken, was wir noch so finden, ne? Mach das mal ohne Pferd. Ich würde gerne hier oben, weil dann kann ich halt auch runterschauen. Ne? Es kann auch sein, dass sie bis zu dem Fluss runter sind. Hier wird ja nicht nochmal ein Stück Schal hängen. Hab ich was gehört? Ja, ich habe was gehört. Ganz, ganz leise ist da jemand. Ich mag das ja nicht, ne? Ich habe doch diesen Retterschnaps sogar dabei, ne? Dann erzählen jetzt einfach. Du hast nichts zum Kombinieren. Will ich auch nicht. Ich will essen. Ich habe gerade dieses eine mit der Dirne da gemacht, deshalb. Und ich sehe mich gleich sterben. Ich weiß nicht mehr, wie dieses Game funktioniert. So, muss noch wieder reinkommen. Wenn ich gleich kämpfen muss, richtig, ist es schwierig. Da liegt doch was. Und hier ist irgendjemand. Diese kleine Schlange, ja. Wurde gerade gesagt. Ich sehe die Person nicht. Doch, da ganz hinten an dem Baum. Diese kleine Schlange. Schamloses Luder. Ich würde mal sagen, hier hat jemand sein Höschen verloren. Da ist ein Lager und da. Aha! Angekettet. Diese kleine Schlange. Ich würde mal sagen, man sollte vielleicht gucken, mit wem man so unterwegs ist. Heinrich, es tut mir leid, wirklich. Ich hatte keine Wahl. Ja, ich gucke erstmal hier. Ist hier was? Man hat immer eine Wahl. Ich bin's, Jackel. Ich weiß, wer du Heinrich, bist. Heinrich, komm, befrei mich. Nö. Erst reden. Bin ich froh, dich zu sehen, Heinrich. Ich hatte mein Ende schon kommen sehen. Ach, was zum Teufel machst du hier? Hab ein Mädel aufgegabelt, weißt du? Und dann wollten wir ungestört sein. Mhm. Aber das Biest hat mich mit einem Stein umgehauen. Und ist mit meinem Geld auf und davon. Oh. Ist das so? Und wo ist sie lang? Keine Ahnung. Vermutlich so weit weg von ihrem Vater wie irgend möglich. Die wird so schnell nicht wiederkommen. Ich kenne komische Mädels zuhauf. Aber sie ist schlichtweg wahnsinnig. Und sie du? Hätte mich einfach um Geld bitten können, anstatt mir eins überzuziehen. Und dann lässt sie mich so zurück. Als ob... Du hast 30 Groschen, gib mir 25. Hätte sie bestimmt bekommen. Bestimmt.
Jetzt weißt du, wie es ist, wenn man beschissen wird. Schade, dass sie nicht härter zugeschlagen hat. Hör zu, Heinrich. Die Sache mit Hagen, das wollte ich nicht, wirklich. Aber erst drohten sie mir und dann boten sie mir Geld an. Heinrich, ich habe noch nie so viele Münzen auf einmal gesehen. Und Kuno hatte nicht mal einen halben Groschen für eine Dirne übrig. Mir kommen die Tränen. Kostet nur einen halben. Genug. Sag mir, wo Herr Hagen steckt. Herr Hagen, Zuhl? Gut, ich sag's dir, Heinrich. Sind wir noch Freunde? Das überlege ich mir noch. Ich tue so, als ob. Freunde ist vielleicht etwas zu viel verlangt. Aber ich habe Verständnis. Nein. Ich wusste, du würdest mich nicht blind verurteilen. Lässt du mich laufen, wenn ich's dir sage? Dich laufen lassen? Der Stein hat dir wohl ziemlich zugesetzt. Heinrich, es tut mir wirklich leid. Die haben mir ganz schön Angst eingejagt. Das kann ich mir denken. Aber warum hast du uns nichts gesagt? Wir hätten auf dich aufgepasst. Ich weiß nicht, ich war verwirrt. Lässt du mich gehen? Sag mir, wo Herr Hagen steckt. Dann sehen wir weiter. Solange ich gefesselt bin, sage ich gar nichts. Ich weiß doch, wie es läuft. Am Ende fressen mich die Krähen. Warum hast du Herrn Kuno verraten? Du hättest einfach das Geld nehmen und nichts tun können. Ja, so wie Kuno es macht. Du bist noch nicht lange bei uns. Wärst du schon so lange wie ich mit ihm unterwegs, würdest du ihn durchschauen. Er stellt sich selbst als Engel der Barmherzigkeit dar. Mhm. Aber in Wahrheit ist er nur ein gemeiner Strauchdieb. Ich stimme ihm einfach mal zu, weil ich muss ja... bin einfach selber abwechselnd guter Kopf und böser Kopf. Er ist kein Engel, wohl wahr. Doch das ist kein Grund für Verrat. Das würdest du nicht sagen, wenn er dich so behandeln würde wie mich. Ich glaube, das geht jetzt schief. Ich probiere es trotzdem, ne? Also ich glaube, meine Werte reichen dafür nicht aus. Ja, ich weiß, was du meinst, Jackel. Kuno ist genauso ein Bastard wie Hagen. Sie sind vom gleichen Schlag. Genau, aber warum bist du dann bei ihm? Ich weiß es nicht. Was willst du denn von mir hören? Den Grund für das Leid allerorts? Ich habe keine Zeit für Philosophie. Ich will nur wissen, wo Herr Hagen steckt. Ha, du weißt selbst nicht, warum du mit Kuno reitest. Ganz gewiss brauche ich eine Lektion von jemandem, der so von Heiligkeit und Demut erfüllt ist wie du. Wenn er wegrennt, jage ich meinen Hund auf ihn. Gut, ich mach dich los. Hab Dank, Heinrich. Ich wusste, du würdest mir helfen. Spuck's aus. Sofort. In Ordnung. Hagen plant, einen Überfall auf Samopesch anzuführen. Bald wird er das ganze Dorf niederbrennen. Grundgütiger. Ja, es ist schrecklich. Ich würde ja gerne noch bleiben, aber wenn das alles ist, würde ich jetzt gerne gehen. Ich weiß jetzt nicht, ich krieg richtig Ärger, ne? Was ist, wenn ich den jetzt in den Kerker stecke? Das Problem ist, er geht ja nicht mal unauffällig. Wenn ich jetzt einfach sage, der ist mir entkommen oder er ist tot, das würde mir niemand glauben, weil er zwei Tage später wieder in irgendeiner Schenke rumhängt. Wenn ich sage, du kannst gehen und zwar in den Kerker, wird das so enden, dass er mich angreift. Ich hab gespeichert. Ja, du kannst gehen. Und zwar mit mir in den Kerker von Ratai. Halt! Wir waren uns einig. Du wolltest mich gehen lassen. Ich wollte dich losbinden. Was danach geschehen würde, erwähnte ich mit keinem Wort. Ich bin schon ein Arsch. Oh ja, das bin ich schon irgendwie gerade, ne? Ich bin irgendwie noch im Kampfmodus. Ist er nicht tot? Das ist ja doch.
Aber ich kann ihn nicht looten. Ich soll machen, was ich will. Ich weiß, ich bin ein Arsch. Ich habe bisher immer alle entkommen lassen, ne? Diesmal nicht. Ich wollte mal was Neues ausprobieren. Er hätte sich ja auch stellen können, ne? Ich muss jetzt erstmal kurz wieder zurücklaufen und ernst sagen, dass seine Maria nicht zurückkommt. Also die Tochter da. Und, ja. Dann berichte ich von dem, was ich erfahren habe. Ja, wo war der? War doch hier irgendwo. Hä? Ach, da muss ich hin. Noch einmal hier rumlaufen. Komisch, bin ich denn gerade aus dem Wald gelatscht? Ja, mal gucken. Es tut mir jetzt irgendwie leid. Ich habe schon gerade irgendwie ein schlechtes Gefühl, ne? Aber die würden auch wieder angeschrien werden, wenn ich sage, ich habe den gehen lassen. Ich glaube, das mache ich auch nie nochmal. Das fühlt sich so furchtbar an. Also ab sofort lasse ich die wieder laufen. Außer ich kann die nicht leiden. Es gibt Kunde von deiner Tochter. Ach ja? Sie ist nicht bei dir. Was ist mit ihr? Die listige Füchsin hat Jackel niedergeschlagen und ausgeraubt. Ha, sowas. Was? Wen kümmert's? Die Frage ist, wo steckt Maria? Warum kommt sie nicht zurück? Dieser Bastard tut mir zwar nicht leid, aber du scheinst verdächtig froh über das Verhalten deiner Tochter zu sein. Tja, Maria ist erwachsen. Ich bin froh, dass sie auf sich aufpassen kann. Also, wo ist sie? Weiß ich nicht. Nach dem Raub ist sie verschwunden. Dieses Miststück. Was? Schon gut. Das ist nicht das erste Mal. Sei es drum. Ich warte hier noch ein wenig. Nun gut. Ich geh dann mal wieder. Ja, geh nur. Gott behüte dich. Ich glaube, das ist ein Geschäftsmodell. Ich glaube, das ist wirklich ein Geschäftsmodell. Ich habe das auch nicht hier drin. Naja, gut. Ich hinterfrag's nicht. So. Zum Lager zurückreiten, berichte ich mal. Ich habe echt ein schlechtes Gefühl mit Jarl. Na, er hätte ja auch was sagen können. Theoretisch hat er ja verraten. Er hat auch mich verraten. Ich bin da auch gestorben, ne? Da muss er sich auch mal für verantworten. Es war nicht schön. Ja. Aber trotzdem, ich glaube, bisher habe ich die auch mal alle laufen lassen. Bin einfach doch manchmal zu nett. Aber jetzt dachte ich mir gerade, nee. Es reicht. Entschuldigung. Achtung. Keine Kontrolle übers Reiten. Ich muss am Fluss lang, ne? Gibt es ja auch einen Weg neben dem Fluss oder so? Nee, ich glaube nicht. Ja. Ich sag euch, zum Glück kann das Pferd sich hier nichts brechen. Ich hätte... Ich hätte mir schon 50 holen müssen sonst. Und ich mir auch nicht beim Runterfallen vom Pferd. Da wollte ich gerade rüberspringen. Das hat nicht funktioniert. Jetzt stecke ich fest, ne? Oh ja. Ich würde gern absteigen. Das geht aber auch nicht. Was mache ich jetzt? Ach, okay, so geht's aber. Rückwärts drehen und dann. Was, warum komme ich jedes Mal in diese komische Situation, dass ich ganz bescheuert reite? Okay, ich habe keine Ahnung. Ich komme hier nicht raus. Einmal kurz mich aus der brenzligen Situation flüchten und in das andere reite ich gleich wieder.
Ich dachte, ich nehme eine Abkürzung. Hat leider nicht so gut geklappt. Ja, gut. Berichten wir, was wir erfahren haben. Ich sag euch, nachher müssen wir... Nachher hätten wir Jackel am Leben lassen müssen. Weil ganz am Ende müssen wir Kuno zur Rede stellen. Und Jackel hätte uns aber helfen können. Wenn Kuno vielleicht so eine ganz anderen, alleinige Machenschaften, was auch immer ich gerade sagen wollte, führt, hätten wir vielleicht dort Jackels Hilfe benötigt. Wegen einer Aussage oder so am Ende. Man kann nie wissen, ne? Schwierig. Boah, das war... Ich habe mich gerade gewundert, was hängt denn jetzt auf einmal? Wir sind da. Ach, jetzt hat sich schon aktualisiert. Ich dachte, ich rede erstmal mit Herrn Kuno. Mache ich trotzdem. Ich habe Jackel gefunden und weiß, was Hagen plant. Dann raus damit. Er will Samopesh überfallen. Und er will den Angriff selbst anführen. Verstehe. Und was ist mit dem verräterischen Rotzlöffel? Er ist tot. Nun ja, ich hätte gedacht, diese Nachricht würde mich freuen, aber ehrlich gesagt, lag mir dieser Bengel wohl doch am Herzen. Ups. Tja, was will man machen? Es war seiner eigenen Torheit geschuldet. Sattle sofort auf. Wir reiten sogleich nach Samopesh. Jawohl. Ich wollte ihn ja in den Kerker bringen. Es hat bloß nicht so gut geklappt. Na dann, sehen wir uns hier beim nächsten Mal. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ciao.